In den Wirtschaftswissenschaften und in der Public-Choice-Theorie ist Rent-Seeking oder die Rentenökonomie ein Verhalten, das darauf abzielt, den eigenen Wohlstand zu vergrößern, ohne neuen Wohlstand für andere zu schaffen. Mit anderen Worten, es beschreibt die Tendenz mancher Menschen, Gewinne zu erzielen, ohne echte Arbeit zu leisten. Ein klassisches Beispiel für Rent-Seeking ist die Geschichte eines Adligen. Der Adlige hat viel Land und Reichtum geerbt und nie einen Tag in seinem Leben gearbeitet. Da er jedoch von einem anderen Mann weiß, der noch reicher ist als er, ist es mit dem Reichtum nicht getan. Er braucht mehr. Und er hat eine Idee. Der Adlige installiert eine Kette über den Fluss, der durch sein Land fließt, und stellt einen Eintreiber ein, der von den Fischern eine Gebühr erhebt, wenn sie den Fluss passieren wollen. Die Kette hat nichts Produktives an sich. Der Adlige hat keine Verbesserungen am Fluss vorgenommen. Er bringt der Gesellschaft weder direkt noch indirekt einen Mehrwert, außer für sich selbst. Alles, was er tut, ist einen Weg zu finden, um mit etwas Geld zu verdienen, was früher kostenlos war. Für die Gesellschaft ergeben sich daraus drei unterschiedliche Kosten. Erstens die direkten Kosten. Der Fischer, der nun eine Gebühr zahlen muss, muss den Fisch zu einem höheren Preis verkaufen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Auf dem Markt wird der Fisch für alle teurer. Dann die Opportunitätskosten. Der Adlige investiert sein Geld und seine Ressourcen in Geräte, die der Gesellschaft keinen Mehrwert bringen, anstatt sie in etwas Sinnvolles zu investieren, zum Beispiel in die Reparatur des kaputten Schulgebäudes. Und schließlich die moralischen Kosten. Der Fischer empfindet es als ungerecht, für etwas zu bezahlen, das früher kostenlos war, und folgt dem Beispiel des Fürsten, sodass er selbst eher zum Rent-Seeking bereit ist. Was wäre, wenn er all seine Konkurrenten ausschalten und dann die Preise erhöhen würde? Der Fischer wendet sich an seinen Freund, einen geschickten Redner, dem die Umwelt am Herzen liegt, um ihn von seiner Idee zu überzeugen. Ein Zaun entlang des Ufers würde den Fluss vor Überfischung schützen, da der Zugang begrenzt wäre. Wenn Rentseeker und moralische Verfechter in Teams Lobbyarbeit betreiben, sprechen Ökonomen von Schwarzbrennern und Baptisten. Der Adlige stimmt zu und bald darauf wird der Fluss geschützt. Sobald der Zaun errichtet ist, haben nur noch wenige Fischer Zugang zum Fluss. Das bedeutet, dass unser Fischer nicht nur mehr Fische als je zuvor hat, sondern sie auch zu sehr hohen Preisen verkaufen kann. Damit das so bleibt, gründen der Fischer und sein Lobbyist bald das Fischereiamt, das unter der königlichen Schirmherrschaft des Fürsten steht. Von diesem Tag an darf nur noch derjenige im Fluss fischen, der eine Lizenzgebühr zahlt. Der Adlige bekommt einen schönen Anteil für sein wachsendes Imperium. Auf dem Markt ist der Fisch so teuer geworden, dass die Bürger anfangen, sich zu beschweren. Leider können sie nur wenig tun. Ohne jemals ein nennenswertes Risiko einzugehen, werden der Grundbesitzer, die Lobbyisten und die Fischer jeden Tag reicher. Oder wie die Ökonomen sagen würden, sie schaffen viel Reichtum für sich selbst, ohne selbst etwas zu tun oder selbst etwas zu riskieren. Sie leisten aber keinen Beitrag für die Gesellschaft. Theoretisch verringert das Rent-Seeking-Verhalten die wirtschaftliche Effizienz durch die Fehlverteilung von Ressourcen. Außerdem erschwert es die Bildung von Wohlstand, verringert die Staatseinnahmen, erhöht die Einkommensungleichheit und führt möglicherweise zum nationalen Abstieg. Der Begriff selbst wurde von dem britischen Ökonomen David Ricardo geprägt, der seine Ideen auf den Gedanken des schottischen Ökonomen Adam Smith aufgebaut hatte. Die ursprüngliche Bedeutung von Rente oder Rent im Englischen bezieht sich nicht speziell auf die Zahlung von Pacht oder Miete, sondern auf die Erlangung der Kontrolle über Land oder andere natürliche Ressourcen. 1776 schrieb Adam Smith: Sobald der Boden eines Landes im Privateigentum übergegangen ist, ernten die Grundbesitzer, was sie nie gesät haben, und verlangen eine Pacht. Das Holz des Waldes, das Gras des Feldes und alle natürlichen Früchte der Erde, die, als das Land noch gemeinschaftlich war, den Arbeitern nur die Mühe kosteten, sie zu sammeln, werden mit einem zusätzlichen Preis belegt. Er muss dann für eine Lizenz bezahlen und einen Teil dessen, was er mit seiner Arbeit sammelt oder produziert, an den Grundherrn abtreten. Dieser Anteil ist die Pacht des Bodens. Wie sieht es bei dir aus? Wo siehst du Rentseeker? Siehst du sie in deiner Regierung und in den Unternehmen?
Oder siehst du sie auf der Straße in Form von Gangstern oder korrupten Polizisten? Vielleicht hast du sogar deine eigene persönliche Geschichte, in der du selbst Rent-Seeking betreibst. Es gibt einen Punkt im Leben, wo man merkt, dass man erwachsen wird. Oft fängt man dann auch an, sich für Investments und Versicherungen zu interessieren. Eine App, die dann immer wieder ins Gespräch kommt, ist Clark. Die kostenlose Clark-App erlaubt dir volle Übersicht und Kontrolle über deine Versicherungen. Deine Vorteile? Du erfährst, bei welchen Versicherungen du sparen kannst. Und kannst dich bei Bedarf von unabhängigen Versicherungsexperten beraten lassen. Mit Clark kannst du noch viel mehr als nur deine Versicherungen digital managen. Clark erinnert dich an Kündigungsfristen und weiß, welche Versicherungen du wirklich brauchst und welche nicht. Berufsunfähigkeitsversicherung? Baufinanzierung? Private Krankenversicherung? Und weil das Ganze so gut funktioniert, vertrauen mittlerweile rund 500.000 Kunden Clark. Clark gibt's in Deutschland und Österreich. Und wenn du dich jetzt anmeldest, bekommst du einen Gutschein über 45 Euro, nur dafür, dass du deine bestehenden Versicherungen hochlädst. Dazu musst du keinen neuen Vertrag abschließen. Dein Gutscheincode ist Sprouts, der Link ist in der Beschreibung.